Hallihallo und herzlich willkommen beim kleinen Megadrake Server Video. Ja, ich habe ja jetzt ein paar Mods ausprobiert und alle führen ein bisschen manchmal zu Abstürzen und ja, sind nicht so mein Fall. Auch weil manchmal ein bisschen gegrieft wurde und ja, ein bisschen einfach nicht so mein Ding ist. Darum gehe ich jetzt zurück, wie bei GroupCraft, wie der Vanilla. Der GroupCraft-Server geht nicht mehr, weil ein paar Plugins stören und so weiter. Aber ich werde jetzt auf dem Megadrake-Server wenig Plugins installieren, also Vanilla und 1.8.8, und die Plugins sind einfach World Edit, World Guard zum Schützen und Multiverse und vielleicht noch ein paar andere. Und ja, auf unserem Server wird es verschiedene Welten geben. In der normalen Welt ist einfach so ein bisschen Vorstellung. Und in einer Welt ist dann FreeBuild, auf einer Welt ist PvP und RVR. Und in einer Welt ist dann so ein Rollenspießer mit Königreichen, mit Geheimorganisationen, mit Barbarenstämmen, mit Piraten und so Sachen. Da dürft ihr ja verschiedene Umgebungen, Zonen bebauen. Und die werden auch geschützt. Die werden immer geschützt und dann könnt ihr mit anderen Leuten ein bisschen, also mit anderen Reichen ein bisschen Stress haben oder andere Sachen und das in der RVR-Welt dann ausüben. Und ihr dürft euer Königreich dann zum Größten machen, zum besten Königreich, das es gibt. Und ja, dürft alle registrieren. Aber ob sie dann angenommen werden, hängt davon aus, wie gut es ist und wie, ja, wie soll ich sagen, wie es passt. Und es muss auch eine eigene Architektur haben und so. Zum Beispiel einmal ein Griechen-Königreich, einmal ein Mittelalter-Königreich, einmal ein Barbarenkönigreich, einmal ein Chinesenkönigreich und so weiter. Also es sollte nicht immer das gleiche sein. Und auch die Farben, es müssen sogar mehr als zwei Farben sein. Es können zwei Farben sein, aber es können auch mehr sein. Aber eine Farbe geht nicht, weil es sind ja nur 16 Farben oder 15 Farben. Und deshalb werden andere Königreiche, ja, können da nicht sein, weil es die Farbe schon gibt und so weiter. Aber alles Weiters erfahrt ihr dann, wenn die Plugins drauf sind, und diese Welt wird dann gelöscht und dann eine Flat World als normale Welt erstellt. Ja, also ihr dürft schon mal drauf, aber es wird nichts gespeichert, also es könnte in der nächsten Stunde dann schon weg sein. Aber mal schauen, wer alles kommt. Es ist offen, also es ist nicht mehr whitelistet und ja, geschützt wird es natürlich und ja, mal schauen. Also, bis denne. Tschüss.